Japan, März 2011. Für Sicherheitsmaßnahmen war eine deutsche Delegation von Areva gerade erst in Fukushima. Die Betreiberfirma TEPCO ist ein Großkunde von Areva Frankreich. Nach Erdbeben und Atomunfall reiste das Areva-Team sofort zurück, berichtet auf einer Pressekonferenz über den Schicksalstag im japanischen Kernkraftwerk Fukushima. Als die Erde bebt, waren diese Ingenieure im Atomkraftwerk. Der erste Gedanke ist natürlich pure Angst. Der zweite und der dritte Gedanke ist natürlich pure Angst. Und danach kommt dann langsam der Gedanke, wir sind im Kontrollbereich. Und das Kraftwerk ist erdbebensicher ausgelegt. Und zu dem Zeitpunkt muss man sagen, dass natürlich erdbebensicher ausgelegte Gebäude dann verhältnismäßig sicher sind. Und genau das war auch unser Eindruck. Also im Kontrollbereich gab es überhaupt gar keine Anzeichen dafür, dass irgendetwas geschädigt war. Auf die Frage der Journalisten, ob man in Japan Atomkraftwerke baue, heißt es: Nein. Keine Neubauten, aber Areva Frankreich liefert zum Beispiel Brennelemente nach Japan. Tatsache ist, wenn man die japanischen Unglücksmeiler noch mitzählt, gibt es 446 Kernkraftwerke weltweit. 64 Reaktoren sind im Bau. 149 Neubauprojekte in verschiedenen Ländern sind konkret in Planung. Viele weitere Nationen haben Kernkraftwerke auf ihrer Wunschliste. Die OECD schätzt, dass die Zahl der Atomkraftwerke in den nächsten 40 Jahren weltweit von derzeit 446 auf rund 1000 ansteigen wird, so der Stand vor dem Unglück. Im Mai 2010 ist das Hauptbranchentreffen der deutschen Atomindustrie. Wir wollten herausfinden, welche Strategie die Manager bei uns verfolgen, um Politik und Bevölkerung von einem Comeback der Kernenergie zu überzeugen. Ein wichtiger Termin im Frühjahr des Jahres 2010 für die deutsche Atomindustrie im Berliner Kongresszentrum. Von der weltweit größten Fachmesse für Kerntechnik geht seinerzeit eine unmissverständliche Botschaft an die deutsche Politik. Genau in den Wochen, in denen die Branche um unbegrenzte Laufzeiten für ihre Atomkraftwerke buhlte. Die Regierung sollte Kernkraft wieder als Energie mit Zukunft anerkennen. Das hatte man bereits im Vorfeld durchsickern lassen. Eingeladen hatte die Kerntechnische Gesellschaft und das Deutsche Atomforum mit Vizepräsident Ulrich Gräber. 1400 Kerntechniker waren angereist, um ihrem Signal Nachdruck zu verleihen. Warum kann Deutschland, anders als andere Industrieländer, die Polarisierung zwischen Gegnern und Befürwortern der Kernenergie noch nicht überwinden? Die Kernenergie leistet einen wertvollen Beitrag zur Deckung des steigenden Strombedarfs, national und international, heute und morgen. Sie ist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Nach dem Atomunglück in Japan, nur ein Jahr später, treffen wir den Atomforum-Chef wieder. Wie sieht er aus heutiger Sicht seine Zuversicht von damals? Ja, wir haben einen gewissen Optimismus verbreitet bei der letzten Jahrestagung. Das ist richtig. Wir hatten im Herbst davor eine Bundesregierung bekommen, die demokratisch gewählt war, die vor der Wahl gesagt hat, sie will die Laufzeiten der bestehenden Anlagen verlängern, die das in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt hat. Wir sehen die Vorteile der Kernenergie, die darin bestehen, dass wir CO2-frei Strom erzeugen können, dass wir auf einem halbwegs wettbewerbsfähigen Kostenniveau sind, auch bei Neubauten. Für die bestehenden Anlagen gilt das ohnehin. Wir sehen, dass wir einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten können. Diese Faktoren haben sich ja nicht verändert. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf die Rede des EU-Kommissars für Energie, Günther Oettinger, zu den zukünftigen... Oettinger zeigte sich beim Atomforum 2010 besonders erfreut über den Ausbau der Kernenergie in Europa. Hatte er sich doch auch selbst für Laufzeitverlängerungen in Deutschland stark gemacht. Einer offenen Partnerschaft mit Ihnen und den Unternehmen und Instituten, aus denen Sie stammen, interessiert,
Ich wünsche Ihrer Tagung viel Erfolg und freue mich auf weitere Begegnungen in Brüssel oder auch Berlin. Danke. Jetzt, nach Japan, fordert plötzlich auch Oettinger Konsequenzen, einen sogenannten Stresstest, sogar für alle europäischen Kernkraftwerke. Um so in wenigen Monaten eine umfassende Erkenntnis zu haben im Lichte von Japan, wo und ob man in den Kernkraftwerken Europas nachbessern muss oder ob wo letztendlich Risiken sind, die man nicht akzeptieren kann. 2010, im deutschen Herbst der Entscheidungen, setzten sich Lobby und Befürworter durch. Obwohl die Bevölkerung mehrheitlich dagegen war, die AKW-Laufzeiten wurden verlängert. Jetzt, nach der Katastrophe von Japan, sind Laufzeitverlängerungen ausgesetzt. Vor wenigen Monaten noch steckten wir in Deutschland mitten in der Debatte um den Ausstieg vom Ausstieg. Letztlich ist die Ausstiegsdebatte oder die Debatte über die Laufzeitverlängerung, ja oder nein, ist eine nationale Debatte. Aber wenn man sich anschaut, wie Deutschland mit der weltweiten Atomwirtschaft verstrickt ist, dann ist das einfach noch mal eine ganz andere Hausnummer. Wie erfolgreich arbeitet die deutsche Nuklearindustrie in Deutschland und in der Welt, fernab von den politischen Debatten in der Hauptstadt, wollten wir im Frühsommer 2010 wissen. Und fuhren ins Emsland, an die niederländische Grenze. In Lingen liegt ein Standort von Areva Deutschland. Seit über 30 Jahren produziert der Betrieb Brennelemente für Kernkraftwerke. In der hochmodernen Anlage werden aus dem flüssigen Uranhexafluorid Brennstäbe hergestellt, erklärte uns Werksleiter Andreas Hoff. Gut geschützt durften wir das aufwendige Verfahren in der Produktionshalle begleiten. Ein Atomausstieg würde die Produktion hier nur kaum beeinträchtigen. Unsere Kunden, also die wir von Lingen ausliefern, befinden sich im Wesentlichen in Europa, Frankreich, Finnland und Schweden, nach Großbritannien, nach Spanien, in die Niederlande, in die Schweiz. Das ist so unser Kundenbereich, den wir zurzeit beliefern. 2,1 Milliarden Euro Jahresumsatz macht allein der deutsche Teil des Areva-Konzerns im letzten Jahr. Ein Riesengeschäft. Die Atomkatastrophe in Japan verändert also für die deutsche Atomwirtschaft erst einmal nur wenig. Auch wenn die Bundeskanzlerin jetzt nach Japan wie selbstverständlich Kernkraftwerke vom Netz genommen hat. Wir haben heute mit den Ministerpräsidenten, in deren Bundesländern Kernkraftwerke betrieben werden, über die Konsequenzen und die Umsetzung und Ausgestaltung dieses Moratoriums gesprochen. Und zwar dergestalt, dass die Kernkraftwerke, die vor dem Ende des Jahres 1980 in Betrieb gegangen sind, dabei stillgelegt werden, für die Zeit des Moratoriums, also außer Betrieb sind. Doch selbst wenn es nach Japan zum großen Umdenken kommen sollte, das Geschäft mit der Kernenergie bleibt auch dann lukrativ. Das zumindest erfahren wir bei unseren Recherchen im letzten Jahr in Lubmin bei Greifswald. Das ehemalige DDR-Kraftwerk wurde 1990 abgeschaltet. Seit 16 Jahren wird hier nun rückgebaut. Die einstige Betreibergesellschaft, die Energiewerke Nord, hat sich damit ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Das wollen wir kennenlernen. Hallo. Guten Tag. 3,2 Milliarden Euro vom Staat sind für den Abbau vorgesehen. Bis Ende 2012 muss hier alles raus sein, auch die radioaktiv kontaminierten Teile. Mit dem Aufzug runter in die Kraftwerkshalle. Dieser Reaktortyp ist in Deutschland nicht mehr zugelassen, in einigen osteuropäischen Ländern dagegen noch in Betrieb. Doch auch der stillgelegte Atommeiler von Lubmin birgt große Gefahren. Schutzkleidung wegen radioaktiver Strahlung ist Pflicht. Der Umgang mit dem gefährlichen Abfall erfordert höchste Sicherheitsstandards. Ja, wenn wir da hochfahren wollen, musst du jetzt 10.000 Mitarbeiter waren es zu DDR-Zeiten. 800 sind es heute noch in Lubmin. Experten für den Rückbau von Atomkraftwerken. Eine Branche mit Zukunft, wie es scheint. Sogar im russischen Murmansk wurde ihr Know-how schon angefordert für den Abbau von russischen Atom-U-Booten. Ein neues Geschäft mit der Kernkraft.
Der Industriezweig Atomwirtschaft hinterlässt auch nach einem möglichen Aus ein bleibendes Erbe. Kontaminierte Teile kommen später als Abfall ins Zwischenlager auf dem eigenen Gelände. Kernenergie hat auf einem Fortschrittsglauben, auf einem Technikglauben basiert. Mit der Zeit haben wir immer mehr gelernt über die technischen Risiken, über die wirtschaftlichen Risiken. Ich denke, man hat uns schon oft totgesagt, aber wir sind weiter erfolgreich am Wachsen. Ich persönlich glaube, dass wir auch noch in diesem Jahrzehnt uns mit Neubauprojekten in Deutschland beschäftigen müssen. Ansonsten werden diese Neubauprojekte im Ausland stattfinden, und zwar in unmittelbarer Nähe zu unseren Grenzen. Die Ereignisse der letzten Tage haben die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann in Deutschland anfangen, über Neubauten in der Kerntechnik zu reden, deutlich reduziert. Ich sehe das im Prinzip nicht in diesem Jahrzehnt, um hier ganz ehrlich zu sein. Noch vor wenigen Monaten war der Rückbau in Greifswald nur eine kleine Facette im großen Kreislauf der Kernenergieindustrie. Jetzt kommen möglicherweise 7 alte AKW dazu. Unabhängig von neuen deutschen Ausstiegsdebatten bleibt das Geschäft mit der Kernkraft weltweit lukrativ und ist vielleicht trotz aller Risiken noch lange nicht am Ende.